Hallo zusammen, ich bin Philipp Weber von der SP Winterthur. Kulturstadt Winterthur bedeutet für mich, dass nicht immer nur über Subventionen geschwätzt wird, sondern dass von Seite der Politik eine langfristige Basis gelegt wird, und zwar departementübergreifend, wo sich sowohl Künstlerinnen, Veranstalter und Konsumenten können entfalten können. Bist du das letzte Jahr im Theater am Gleis gewesen? Nein, bin ich das letzte Jahr nicht gewesen. Kann und soll sich Winterthur mehr Kultur leisten? Ja, unbedingt. Wie beurteilst du das Kulturleitbild der Stadt Winterthur? Man merkt, dass es vielleicht von der falschen Person gemacht wird, aber da können wir etwas ändern. Ist Street Art Kunst? Ja, auf jeden Fall. Wer sind die Mäzene der Neuzeit? Mäzene der Neuzeit müsste eigentlich jeder sein, also dass jeder seinen Beitrag machen kann. Sprichst du dich für eine kulturelle Nutzung des heutigen Polizeigebäudes aus? Unbedingt, ja. Braucht Winterthur eine kommunale Rechtsgrundlage für Kulturförderung? Ja, auf jeden Fall. Das gehört für mich zum Grundauftrag wie Gesundheit und Polizei. Muss Kultur für alle erschwinglich sein? Ja. Was ist das Cameo? Das Cameo ist ein wunderschönes Kino. Soll die Fasnacht subventioniert werden? Nein. Mein Tipp an die Winterthur Kulturszene. Geht mehr weg, lasst so etwas kosten, werdet Mitglied von Vereinen. Im Zweifelsfall, Jungkunst oder Kurzfilmtag? Kurzfilmtag. Wie kann man Kultur am besten unterstützen? Indem man Clubs besucht und selber einfach Teil wird, mitschafft, mit den Bands spielt. Wie kann Kultur die lokale Wirtschaft unterstützen? Mit Steuern, wenn es gut läuft. Soll es Orte ohne Regeln geben, wo Kultur auch einfach mal stattfinden kann? Ja, Regeln braucht es sicher zwischenmenschliche, aber sicher nicht jetzt aufs Geld bezogen oder so. Ja. Welches Buch liest du gerade? Andrei Kugelkopf, Jimi Hendrix. Ist ein Job bei der Kultur ein brotloser Job? Nicht unbedingt. Oft schon.